Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um die Fortsetzung von unserem letzten Anrufer. Das heißt, vereinfacht gesagt, vom Video von gestern geht's heute weiter. Ich wünsche euch viel Spaß, ja, mit diesem zweiten Teil und diesem neuen Anruf. Ja, also wir haben irgendwelche Probleme. Ja, warum legen wir denn mal auf? Also ich habe nicht, also ich habe gelegt, weil sie nicht geantwortet haben. Ja, aber Sie haben doch gesagt, kein Problem, Sie warten. Ja, und dann habe ich noch mal gefragt und Sie haben nichts geantwortet. Nö, das haben Sie nicht. Bei mir kam nichts mehr an. Da haben Sie schon aufgelegt. Ja, okay, also dann schauen Sie mal. Haben Sie ein E-Mail bekommen? Ja, jetzt habe ich alles wieder zugemacht, weil Sie waren ja jetzt weg. Dann muss ich erstmal wieder anmachen hier. Sie haben ja gesagt, das können wir nur zusammen machen. Ja, und machen Sie das bitte auf. Ja, dann muss ich hier nochmal mein Internetfenster aufmachen. Moment. So, dann muss ich auf das E-Mail-Postfach gehen. So. Dann gehe ich jetzt hier wieder auf Login. So. Und jetzt lädt hier mein Postfach wieder, ja. Wie bitte? Ich sagte, jetzt lädt mein Postfach. Jetzt bin ich hier wieder beim Einloggen. Ja, und also können Sie also diese Nachricht einfach öffnen? Ich muss gucken, wo die ist. Das lädt hier erstmal runter. Ja. Ja, aber das ist Ihre E-Mail-Adresse. Ja. Wo, oder von wem aus haben Sie das denn geschickt? Wie heißen Sie denn da bei dem E-Mail? Ich heiße Michael Mayer. Das steht da auch bei der E-Mail dann drin, ja? Genau, Michael Mayer. Da bin ich in der Tat noch gar nicht darauf eingegangen im letzten Teil. Ja, der Typ, der heißt Michael Mayer. Das ist natürlich unfassbar glaubwürdig. Tja. Ausländischer Akzent bis zum geht nicht mehr, also 100% nicht in Deutschland geboren, versteht auch nicht besonders viel Deutsch, auch wenn mehr als viele anderen von den tollen Leuten, die hier anrufen. Aber er? Michael Mayer. Also erstmal Michael Mayer heißt ja wirklich gefühlt jeder fünfte deutsche Bürger, aber das ist ja absoluter Quatsch. Also das ist wirklich absoluter, der absolute Brüller. Michael Mayer. So, ich guck mal nach Michael. So. Ne, aber Michael Mayer habe ich jetzt hier noch nicht mit dabei. Ja, ich habe vor kurzem, also vor zehn Minuten, also das geschickt. Aber schon 5 Minuten. Aber ist noch nicht da. Ja, also vermutlich, also können Sie, also zum Beispiel Spam öffnen, vermutlich dort wird es. Auf den Spam-Ordner soll ich draufklicken, meinen Sie? Nochmal bitte? Sie sagen, ich soll auf den Spam-Ordner klicken. Ja, also haben Sie also keine Nachricht bekommen, ja? Na, im Posteingang noch nicht, nein. Also vermutlich haben Sie irgendwelche andere E-Mail-Adresse und andere Sozialnetzwerke. Nee, ich habe nur die eine E-Mail-Adresse hier. Und also, ja, haben Sie kein WhatsApp, ja? Doch, WhatsApp habe ich. Ja, also dann können wir per WhatsApp kontaktieren. Also ich kann einfach also dieses Link schicken. Na, aber da habe ich ja schon gesagt, über WhatsApp mache ich keine Bankgeschäfte, das gehört sich nicht. Da sollte man eigentlich nicht mal unbedingt privat sein, wenn man es ganz genau nimmt. Ah ja, ja, jetzt habe ich ja was von Michael Mayer bekommen, ohne Betreff. Ja, also ohne Betreff, war. So, da steht jetzt ein Link drin, HTTPS und dann magnatus.com. Genau. Das ist so. Und jetzt öffnen Sie bitte diesen Link und ich schicke noch also auch für Bitcoin, also das ist auch sehr nötig. Also öffnen Sie bitte diesen Link.
Aha. Das ist aber eine komische PayPal-Seite. Ja, also das kann sich mehr mit PayPal. Also einfach das Geld überweisen auf Ihr Konto. Aha. Ja, also was sehen Sie hier? So, warten Sie, ich trage mal meine da oben, das ist halt alles auf Ausländisch, das kann ich ja gar nicht lesen. Ja, also ja, ich kann Ihnen alles sagen. Ja, was steht da? Ja, hier steht alles auf Englisch. Hier steht, was sehen Sie hier? Steht hier Ihre E-Mail-Adresse? Nee, die steht da nicht auf der Seite. Haben Sie diese Seite geöffnet? Den Link, den habe ich aufgemacht, ja. Ja, und was sehen Sie hier? Na, so ausländische Sachen, das ist halt alles nicht, kann man alles nicht lesen. Das ist auch auf Englisch, wie gesagt. Ach so. Und was steht da? Also, sehen Sie, hier steht also Lücken und wir müssen also diese Lücken einfüllen. In die Lücken muss ich was einfüllen. Ja, genau. Okay. So, und weil die Seite sieht so komisch aus, da ist ja nichts. Das ist ja einfach nur eine weiße Seite mit so Lücken drin. Ja, also wie gesagt, das ist alles auf Englisch. Gibt es das auch auf Deutsch? Also, bedauerlicherweise nein. Oh, das ist aber schlecht. Also weiß ich gar nicht, was ich da reinschreiben soll. Aber ich kann Sie so begleiten. Also ich kann Ihnen helfen. Ja. Ja, das bedeutet, wir sind hier wieder auf einer Webseite, die ja überhaupt kein Stück irgendwas in einer deutschen Übersetzung mitliefert und man sich da irgendwie durchhangeln muss und ja, Betrug mit Anleitung halt, ne? Man muss sich da verarschen lassen und genau das tun, was der Mitarbeiter da sagt. Aber so richtig wissen, was man da macht, tut man nicht, weil letztendlich, ja, weiß man ja nicht, was man da macht. Man kann es ja nicht lesen. Ja, aber so arbeiten die Leute halt. Ich glaube nicht, dass euch das in Deutschland auf irgendeiner Webseite passieren würde. Es gibt natürlich immer mal wieder Webseiten, wo man was kaufen kann, wo noch nicht alles auf Deutsch übersetzt ist, aber da ist man dann oftmals ziemlich schnell dran. Ja, die versuchen es halt nicht mal, ne? Ja, also... Jetzt höre ich sie nicht mehr, sie sind schon wieder weg. Ja, also ich bin hier. Ja. Ja, also wie gesagt, Sie können jetzt das per PayPal das machen, mit diesem Link. Oder wir können also mit Online-Banking das machen. Na, und was muss ich jetzt hier eingeben auf der Seite? Weil das ist ja komisch hier alles. Auf dieser Webseite? Ja. Ja, also hier steht zuerst Ihre E-Mail-Adresse. Welche E-Mail, also da, was muss da rein für eine E-Mail-Adresse, da wo Sie mir jetzt hingeschrieben haben, ja? Ja, also nicht wir, sondern also das ist nur einfach Ihre E-Mail-Adresse. Okay. Ja, also schreiben Sie bitte hier Ihre E-Mail-Adresse. Also, dann schreibe ich die da rein. Bei Ihnen ist wieder leise, sind Sie da noch da? Ja, also ich bin nicht mehr hier. Ah ja, okay. So, dann... Da ist meine E-Mail-Adresse, dann mache ich die da jetzt rein. So, und dann, was soll ich dann machen? Also, dann müssen wir, also, dann weitermachen. Was muss ich dann machen? Also, sehen Sie, dann ist, also, Richtung... Das also von, Sie müssen das wählen, PayPal. Da steht, Euro. PayPal, USD. Und da muss ich jetzt auch... Klicken Sie bitte auf PayPal USD und bitten Sie bitte, also wählen Sie bitte PayPal Euro. Ja, und dann? Dann, weiter steht Bitcoin. Ja. Ja, Bitcoin, und, hier gibt es Bitcoin Cash und Sie müssen Anti-Bitcoin wählen. Also Bitcoin BTC. Ja, hab ich, ja. Mhm, also dann, also die Summe, also
Hier gibt es ein bisschen Steuern. So, Sie können nicht 250, sondern 270 überweisen, aber kein Problem. Also wir werden einen Bonus für Sie machen. Also 50 Euro auf Ihr Konto. Mhm. Also Sie verlieren nicht. Also hier, steht jetzt nur 5 drin. Also dann müssen Sie hier 270 schreiben. Ach, bei der 5 muss ich 270. Genau. Dann probiere ich mal. Mhm, haben Sie gemacht? Ja, habe ich drin, ja. Also dann steht Regeln und Bedingungen für den Umtausch. Ja, und Sie müssen also zustimmen. Wo? Ja, also dann steht also PayPal-Account, also Konto. Also schreiben Sie bitte hier Ihr PayPal-Konto. Wo denn? Wie bitte? Wo denn? Ich höre Sie ein bisschen schlecht. Also hier steht dann weiter. Also haben Sie zustimmen, ja? Wo denn? Also, ja, und dann weiter steht Your Account PayPal. Ach da, ja. Was soll da rein? Ja, und also hier schreiben Sie bitte Ihr PayPal-Konto. Und denn? Also haben Sie das gemacht? Ich glaube schon, ja. Ja, also haben Sie geschrieben. Okay, also dann habe ich die zweite E-Mail geschickt. Haben Sie auch das gesehen? Also hier steht also die Information für unser Bitcoin Account. Also Sie haben noch eine zweite Nachricht geschickt, meinen Sie? Per E-Mail. Ja, also ich habe also auf meine erste E-Mail-Nachricht geantwortet. Und hier steht die zweite. Mit also Buchstaben. Ja. Also das ist unser Twitter-Account. Was ist das? Also Krypto-Account. Na, aber muss da denn nicht was von mir rein, dass ich da so eine Adresse von mir reingeben muss? Interessant, was da so im Hintergrund für ein Geschrei ist. Also entweder hat sich da gerade einfach jemand aufgeregt, einfach nur dumm gehabt oder gerade eine Menge Geld abgezockt. Geben muss. Also, Sie machen also mit PayPal auf unsere Bitcoin, also Account, und dann, also bekommen Sie das Geld nicht in Bitcoin, sondern in Euro auf Ihr Konto. Ja, aber wenn ich da nicht meine Adresse eingebe, dann ist doch das Geld weg. Aber Sie haben kein, also keine Adresse. Wie meinen Sie das? Ja, Sie haben kein, Adresse. Sie haben keinen Bitcoin. Nee. Ja. Und hier steht unser Bitcoin-Account. Achso, also muss da denn die Adresse rein, die Sie da per E-Mail nochmal geschickt haben? Ja? Ja, genau. Okay. Also haben Sie zweite E-Mail-Adresse bekommen? Ja, ja, da ist was gekommen. Da steht ganz viel auf Russisch drin. Bitte? Ich sage, da steht ganz viel auf Russisch drin, mit der Uhrzeit und so. Das ist alles auf Russisch. Und ich habe also ihn auf Russisch geschickt. Okay. So, und dann? Ja, also haben Sie zweite E-Mail von mir bekommen? Ja, habe ich doch gesagt, ja. Ja, aber hier gibt es nichts auf Russisch. Doch, da ist ganz viel Russisch drin, da mit dem Datum und... Da steht OT und Kommi und Utenpabnehabi, irgendwie so. Also hier steht nur, also unser Bitcoin
von Deutsch, gibt es nicht. Doch, da ist ja noch das... Da gibt nichts auf Russisch. Na doch, da steht doch nochmal der Link mit Magnus unten drunter. Und da drüber steht so ein E-Mail-Kopf und da ist alles auf Russisch. Oder zumindest sind das so kyrillische Zeichen. Ich kann ja mal gucken. Sagen Sie, also diese Seite, Herr Knapp? Ja. Ja, also diese Seite also hat zwei Sprachen, Russisch und Englisch. Und wir haben auf Englisch das alles gemacht. Und warum haben Sie auf Russisch? Na, in der E-Mail steht da viel auf Russisch. Ja, sagt er auch hier bei Google übersetzt. Nichts auf Russisch. Doch, da steht gesendet auf Russisch. Und dann gibt es da noch so ein Wort, was mit K-O-M-Y. Kann ich ja auch mal übersetzen. Naja, bei mir also steht... Das heißt denen. Also bei mir steht nur dieser also Konto für Bitcoin und nicht. Ja, aber nicht der E-Mail-Kopf ist aber auf Russisch. Da steht zum Beispiel Jetbepril als Donnerstag zum Beispiel. Ja, warten Sie, ich kann das vielleicht mal über einen Übersetzer. Ja, so, ich weiß es nicht genau. So. Habe ich jetzt da übersetzt mit Google? Das heißt Donnerstag. Ja, also ich kann das, also sehen Sie, also unser Bitcoin-Konto. Ja. Ja, und dann, also können Sie einfach, also das kopieren. Ja. Und da steht Bitcoin, also in Magnatus, auf unserer Webseite. Da muss denn die Nummer rein, ja? Ja, also können Sie dann einfügen. Ja, habe ich gemacht. Ja, also und oben steht Ihr Account von PayPal, stimmt das? Das ist meine PayPal-Adresse drüber, ja. Ja, also dann steht also... ein Passwort und also nochmal ein Passwort. Ja. Haben Sie schon gemacht? Nee, wie heißt das Passwort? Also das Passwort Parole. Was? Also hier müssen Sie also ein Passwort machen. Soll ich mir da eins ausdenken? Ja, Sie müssen einfach, also, sehen Sie, also, es gibt irgendwelche Zahlen. Also irgendwelche Zahlen soll ich da reinmachen? Also, sehen Sie, hier steht, also Passwort und nochmal ein Passwort. Ja. Ja, und dann steht, nochmal ein Passwort. Also Passwortgenerator. Also da soll ich dann mir eins ausdenken. Ja, nein, also schauen Sie mal. Sehen Sie Passwortgenerator. Und hier ist 10, hier sind 10 also Zahlen, ich weiß nicht. Ja, 10 Symbole. Und die muss ich da oben reinschreiben denn da drüber? Ja, also diese 10 Symbole müssen Sie zweimal also kopieren und einfügen, wo der Passwort ist. Ach so, ja, das kann ich machen, ja. Ja, also Sie müssen nichts also ausdenken oder was. Ja, habe ich gemacht, ja. Ja, und Sie müssen also auch diese 10 Zahlen auf Ihr Blatt also einschreiben. Das ist sehr wichtig. Sie müssen diese 10 nicht verlieren. Wie meinen Sie das? Ach, das muss ich mir merken. Ja, genau. Ja, habe ich gemacht, ja. Dann steht also den Namen. Nee, da steht nichts mit Name. Also nach der Passwort. Ja, was muss dann? Also wie gesagt, den Name. Mein Name muss da rein.
Ja, genau. Ja. Ja, also das steht unten. Also ein Vorname und ein Nachname. Wo muss, in welches Feld muss ich was reinschreiben? Also, wie gesagt, Surname, das ist Nachname. Also Suan... Surname, das ist Vorname. Also was muss denn da drin stehen? Also Nachname und Vorname. Also beides denn in dem einen Feld? Ja, genau. Also in Surname, also schreiben Sie Nachname. Und dann, sehen Sie, müssen Sie also Ihren Vornamen schreiben. Also bei... Also was muss jetzt genau da bei dem ersten Feld drin sein? Also wie gesagt, Nachname. Und welcher? Wie bitte? Welcher Nachname? Also Ihre. Ach so. Ja, hab ich. Ja, und dann sehen Sie... Dann steht First Name. Das ist Vorname. Ach so, ja. Ja. Dann schreibe ich da, also auch wieder von mir denn, ja? Genau. Okay, habe ich, ja. Dann steht also Stadt, also ein Land. Wählen Sie bitte Deutschland. Oh, da steht viel drin. Da muss ich eine Weile scrollen. A, B, C. So, jetzt kommt D. Dänemark, Djibouti, Dominika, dann Dominikanrepublik. Da steht aber nicht Deutschland. Also, das steht auf Englisch. Das müssen wir von Germany finden. So, dann fängt es mit J an. Germany oder wie? Mit G. Ach, mit wie G. Gustav. Da muss ich bei G gucken. Ja, genau. Lass ich wieder ein bisschen scrollen. So, jetzt das kommt ist hier... Das am Anfang von G. Jetzt kommt hier was mit G. Da steht Gabon, Gambia, T, Georgia, Germany, das ist es, ja? Genau. Ah, ja, okay. Genau. Ja, habe ich drin, ja? Ja. Mhm. Ja, dann also Telefonnummer. Schreiben Sie die Telefonnummer. Meine Telefonnummer? Ach du Gott, die habe ich gar nicht im Kopf. Ihre Telefonnummer. Ja. Ja. Warten Sie mal, schreiben Sie bitte Ihre Telefonnummer. Dann muss ich mal gucken, weil die habe ich nicht im Kopf. Da muss ich. Ja, schauen. Also dann können Sie das machen. Irgendwo habe ich mir die aufgeschrieben. Warten Sie mal, da muss ich mal meine Telefonnummer suchen. Ja. So, ich habe gleich den Zettel gefunden, wo meine Nummer draufsteht. Wie bitte? Ich sage, ich habe gleich den Zettel gefunden, wo meine Telefonnummer draufsteht. Die habe ich nicht im Kopf, die Nummer. Ja, also kein Problem. Ja. Haben Sie gefunden oder müssen Sie noch finden? Nee, den Zettel habe ich jetzt. Jetzt muss ich wieder zurück zum Computer. Ja. So, jetzt gebe ich da die ganze Nummer ein, ja? Na ja, genau. So, dann hab ich die jetzt da auch drin, ja? Hab ja, ich? So. Ja. Ja, und dann steht, also, ja, dann steht unten noch einen großen Platz für Bemerkungen. Sehen Sie? Großen, also, leeren, weißen Platz. Ja, da sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier steht was mit E-Mail 1, E-Mail 2, Telegram, Instagram, das Skype, müssen, ICQ. Wir, ja. Brauchen Sie die das Nummern auch noch? Hier, nein, also hier müssen wir nicht schreiben. Ah, dann okay. Nach ICQ sehen Sie also ein leeres Blatt. Ein leeres Blatt? Sehen Sie, hier steht Note, also das ist Bemerkung auf Deutsch.
bemerken. Ach hier, Note, ja. Ja, und schreiben Sie bitte hier nochmal Ihren Nachname und Vornamen. Bei Note. Ja, schreiben Sie bitte hier nochmal, also Ihren Nachnamen und Vornamen. Ja. Also erst den Nachnamen. Haben Sie das gemacht? Ja, warten Sie, erst den Nachnamen und dann den... Nein, ich meine, also schreiben Sie bitte Ihren Nachnamen, Ihre Nachnamen und Vornamen. Ja, ja. Also erst den Nachname und dann den Vorname, ja? Ja, hier haben wir wieder ein Klingelglöckchen im Callcenter gehört. Naja, also zumindest haben wir das in diesem Callcenter jetzt, wir sind ja jetzt schon knapp bei anderthalb Stunden, haben wir noch gar nicht gehört bis jetzt. Das heißt, ich hoffe, dass sie nicht so viel erreichen mit ihrem tollen Callcenter. Naja, aber so kommen halt eben auch wahrscheinlich die 250 Glocken zustande, denn nur so lohnt sich halt eben auch der Betrug, dass man da mindestens 250 Euro einzahlt, weil logischerweise die Mitarbeiter nicht am laufenden Band irgendeinen Idioten am Telefon finden, den sie hier das ganze Tolle so verkaufen können. Ich meine, der hier bei mir, der ist ja nun schon wirklich wahnsinnig lange am Telefon und dadurch hören wir ja auch die ganze Zeit, was da im Hintergrund so passiert. Ja, ab und zu hört man mal irgendjemanden rumbrüllen, rumschreien, man hört die ganzen ausländischen Sprachen, man hört aber auch andere Deutsche, man hört ebenso, dass ihm auch wieder alles vorgesagt wird. Ja, und was man eben jetzt hier auch mitbekommen hat, dass da wieder so eine halbe Party steigt, weil irgendjemand beschissen hat. Das Klingelglöckchen war da, alle haben geklatscht und gejubelt. Naja, wir wissen ganz genau, was da passiert ist. Also das ist nicht sehr wichtig. Ach so. Soll ich das mit Leerzeichen oder mit Komma trennen? Oder Komma und Leerzeichen? Also, das ist besser bei Ihnen. Das ist, wie gesagt, nicht so wichtig. Okay. Also, Sie können einfach, wie gesagt, also wie oben haben Sie Ihren Nachnamen und Vornamen geschickt, also geschickt. Dann müssen Sie die nochmal machen. Sie können einfach also kopieren. Ja, habe ich gemacht, ja. Also dann hier steht also ein Bild mit Buchstaben, sehen Sie? Ein Bild mit Buchstaben, da muss ich mal hier unten, ach ja, da ist ein Bild mit Buchstaben und, drauf, ja? Ja, und dann schreiben Sie da was hier, Buchstaben. Und welche Buchstaben soll ich jetzt da reinschreiben? Also ich weiß nicht, Sie sehen, also Ihre Buchstaben, das ist wie ein Passwort, ich weiß nicht. Ach so, das, was da drin steht. Muss ich mir das denn merken? Nein, also das ist wie Datenschutz. Also Sie müssen einfach also Buchstaben von diesem Bild also schreiben und Ja, habe ich gemacht. Und dann? Haben Sie das gemacht, ja? Ja. Also dann müssen Sie ein Submit also tippen. Was soll ich denn tippen? Submit. Bestätigen. Ach hier, dieses S-U-B-M-I-T. Also, Submit, genau. Da drücke ich drauf, ja. Ja, und was sehen Sie jetzt? Jetzt sehe ich... Also ich bin immer noch auf der gleichen Seite und da steht oben jetzt so eine Meldung drüber. Oben, also E-Mail? Ne, da steht eine Meldung, da ist schon eine Information gekommen. Ja, und also können Sie dann ein Screenshot machen und also per E-Mail schicken. Was ist das? Was genau? Na, was Sie gerade gesagt haben, was ist das? Ja, also machen Sie bitte einen Screenshot. Was sehen Sie jetzt? Ja, was ist denn das? Screenshot. Ist das was? Also einfach, also... Was ist das? Was ist Screenshot? Hm. Also, das ist das Foto von Ihrer Webseite. Das habe ich akustisch nicht verstanden. Die Leitung wird irgendwie gerade schlechter. Also, sehen Sie, hören Sie mich jetzt? Ja, jetzt höre ich Sie wieder. Ja, wie gesagt, Bildscreen. Hm. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Was ist denn das?
Ja, also das ist der Bildschirmfoto auf Deutsch. Ach so, also soll ich mit dem Handy dann vom Computer ein Bild machen? Also Sie können einfach, Also ich soll ein Bild von meinem Computer machen. Ja, also von dieser Webseite, was sehen Sie jetzt? Und dann schicken Sie mir bitte per E-Mail-Adresse. So, ich mache jetzt mal mit meinem Handy ein Bild. Sind Sie noch dran? Ja, genau. Ich bin, wie gesagt, immer hier. Ja, ist immer so leise da bei Ihnen auf einmal. Ja, haben Sie das gemacht? Na, warten Sie, ich mach gerade das Foto. Ja, machen Sie das Foto und schicken mir das per E-Mail-Adresse bitte. So. Jetzt habe ich das auf dem Computer geladen, das Foto. Und so, dann gehe ich auf Ihre E-Mail, die Sie mir geschrieben haben. Ja, Sie können einfach antworten auf diese E-Mail-Adresse. Ja. So, dann lade ich da das Bild jetzt hoch. So, jetzt ist das hochgeladen. Und jetzt gehe ich auf Senden. Ja, genau. Ja, habe ich gemacht. Also haben Sie auf meine E-Mail-Adresse geantwortet, ja? Ja, ich glaube schon. Mhm. Einen Moment bitte. Ja. Ja, aber hier steht also keine Webseite. Wie meinen Sie das? Ich sollte doch ein Bild von meinem Computer schicken. Also ich meine, also Bild von unserer Webseite, die Sie schon geschrieben haben. Meine Güte, der stellt sich hier aber auch wieder doof an. Er sagt die ganze Zeit, er will ein Bild von meinem Computer bekommen. Ja, und genau das kriegt er auch, ein Bild von meinem Computer. Also logischerweise nicht von meinem Computer, aber er kriegt ein Bild von einem Schreibtisch mit einem Computer drauf. Ja, sagt er ja auch jedes Mal. Jedes Mal wiederholt er, er möchte ein Bild von meinem Computer. Ja, dann kriegt er es genau so, so wie er es auch gesagt hat. Naja, er ist dumm genug, hier am Telefon zu bleiben und die ganze Geschichte so mitzuspielen, aber er hat es ja auch selbst so produziert, indem er einfach genau das so sagt. Das liegt wohl einfach wieder an seinen mangelnden Deutschkenntnissen. Tja. Wir müssen einen Fehler finden. Wie meinen Sie das? Ist da was kaputt an meinem Computer? Also, wir haben also die Lücken einfüllt, genau? Ja. Ja, und wir müssen also einen Fehler finden. Also etwas ist nicht korrekt. Oh je. Na, ich kann, weiß ich jetzt nicht, was ich jetzt machen soll. Also Sie müssen also einen Screenshot machen. Na, war das jetzt nicht so ein Screenshot? Wie bitte? Na, habe ich das jetzt nicht gemacht? Ich sollte doch ein Bild von meinem Computer schicken. Habe ich doch gemacht. Also, ich muss, also, wie gesagt, unsere Webseite sehen. Ach so, dann soll ich nochmal so ein Foto schicken, wo Sie die Webseite denn von sich selber sehen. Ja, also, wie Sie gesagt haben, dass Sie sehen, also dieselbe Webseite, die ich geschickt habe. Stimmt das? Das habe ich nicht verstanden. Sie haben mir gesagt, also Sie sehen dasselbe Webseite, die ich geschickt habe. Wo
das ist ganz schön schwierig da bei Ihnen, aber bei PayPal geht doch das sonst viel einfacher. Da gehe ich doch auf PayPal und mache sonst die E-Mail-Adresse da bloß rein und dann kann ich ja überweisen. Ja, aber schauen Sie mal, also Sie müssen also einfach einen Screenshot von unserer Webseite machen, nicht vom Computer. Also soll ich näher rangehen mit dem Handy? Hallo? Ja, also schauen Sie mal. Also wenn wir also mit PayPal das nicht machen könnten, dann ich glaube, dass wir per Online-Banking das machen können. Sie haben gesagt, dass Sie Online-Banking haben. Ja, das habe ich auch. Aber normalerweise, wenn ich das jetzt auf PayPal mache, muss ich doch bloß eure E-Mail-Adresse eingeben. Ja, also schauen Sie mal. Also mit PayPal können wir das nicht machen. So, ich dachte, das geht mit PayPal. Ja, dafür hat er doch extra in einer anderen Abteilung nachgefragt. Also zumindest in dem ersten Gespräch. Dann ist ja die Leitung abgebrochen und dann, ja, haben wir jetzt hier schon das dritte Gespräch. Irgendwie, scheint er ganz vergessen zu haben, dass wir ja eigentlich ursprünglich mal komplett anders einzahlen wollten. Naja, irgendwie kriegt er ja aber überhaupt nichts mehr hin. Das ganze Gespräch zieht sich hier immer und immer und immer länger wie ein Kaugummi. Naja, wenn er das gerne so haben möchte, verbraten wir eben seine Zeit. Wie bitte? Ich dachte, das geht mit PayPal. Ja, aber ehrlicherweise haben wir oder Sie irgendwelche Probleme. Also wenn, also Sie sehen dasselbe E-Mail, nicht E-Mail, das ist die Webseite, die ich Ihnen geschickt habe. Ach so. Also müssen wir das jetzt anders machen. Also ich schicke dann jetzt unsere Bankverbindung, also per E-Mail-Adresse, und dann können wir also per Online-Banking das machen. Ja. Ja, also Online-Banking, ja, also können Sie das jetzt, also das jetzt machen? Ja, kann man machen, ja. Ja, okay, also dann schreibe ich Ihnen unsere Bankverbindung. Einen Moment bitte. Ja. Ja, also jetzt schicke ich Bankverbindung. Also nochmal per E-Mail. Hallo? Denn? Ja, per E-Mail, genau. Okay. Und einen Moment bitte. Ja. Also hier muss ich richtig Verwendungszweck schreiben und Sie müssen dann also Verwendungszweck überprüfen. Ja. Ja, einen Moment bitte. Ja, also das habe ich geschickt. Also Sie haben jetzt per E-Mail geschickt jetzt? Also per E-Mail-Adresse, ja. Hören Sie, dann gucke ich da nochmal rein. Ist noch nicht angekommen. Ja, also ich habe jetzt geschickt, also vermutlich müssen wir ein bisschen warten. Naja, aber es dauert bei mir manchmal so 10 Minuten, bis die E-Mails ankommen. Wäre ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass ich ihm das erklärt habe, dass mein E-Mail-Postfach ziemlich lange dauert. Naja, ich meine, gut, so ganz der Wahrheit entspricht es natürlich nicht, aber zumindest sind die E-Mails nicht nach 1-2 Minuten bei mir da, weil hier wirklich unfassbar viel reingeht. Man kann sich das gar nicht vorstellen, also das Ganze ist hier wirklich wie ein riesengroßer Mülleimer, als würde hier eine ganze Stadt gleichzeitig E-Mails bekommen. So fühle ich mich hier mittlerweile bei diesem E-Mail-Konto. Das ist mittlerweile tatsächlich auch schon eine echte Serverbelastung. Also ein so ein ausgelastetes E-Mail-Postfach habe ich so tatsächlich auch noch nicht erlebt. Und man muss dazu sagen, ich verwende hier in der Tat eine eigene Serverversion für ein E-Mail-Postfach und verwalte das ganze System wirklich zu 100% selbst. Also ich glaube, das ist nicht immer so. Also das ist maximal eine Minute. Also das ist schneller sein, das wird schneller sein. Ja, mein Computer ist schon so alt, wissen Sie, da dauert das manchmal. Ja, aber also das hängt nicht vom Computer ab. Nee? Das hängt vom Internet. Ach so, na gut, vielleicht ist das auch alt. Wie bitte? Ich sage, vielleicht ist das ja auch alt. Internet auch alt? Ja.
Ja, aber auch den Deal, Ihr Computer ist ganz modern, also ganz neu. Ja, aber da ist ja nur das Gehäuse neu. Ich habe da das alte Innenleben wieder drin. Ja, hier ist er dann tatsächlich drauf aufmerksam geworden, dass ich ihm ja ein Bild, ich meine, das war ja ein geklautes Google-Bild, ein Bild von einem sehr hochwertigen Gaming-Rechner geschickt habe. Tja, da habe ich mich wohl selbst ein bisschen verzettelt, das ist ihm hier aufgefallen. Naja, aber ihr kennt mich ja, ich habe ja zu allem irgendeine Ausrede ganz schnell parat. Ja, und was haben Sie dort? Wie meinen Sie? Sie haben gesagt, Sie haben Sie nicht so gut. Was haben Sie? Verstehe ich nicht. Jetzt habe ich eine E-Mail von Michelle. Michelle. Ja, genau. Hier steht jetzt Welcome Gerold Steiner. Aber ich glaube, das ist nicht für mich. Hier steht Investing Instructions in Siede. Was steht? Investing Instructions in Siede. Nein, also das habe ich nicht geschickt. Und dann ist das noch was anderes. Ja, und also, Sie haben gesagt, dass Sie also alte Computer haben, ja? Ja, der ist nicht so schnell. Ja, und was haben Sie drin? Wie meinen Sie? In einem Computer. Also, welche Prozessrechner haben Sie? Oh, das weiß ich nicht. Das ist schon alt. Und wie wissen Sie das? Er ist ziemlich alt, ist. Na, weil ich den schon über 10 Jahre hab. Das ist nicht so wichtig. Also ich drück mal hier nochmal auf Aktualisieren, vielleicht kommt das jetzt. Ja. Haben Sie Ihr E-Mail überprüft? Ja, da bin ich gerade drin. Da mache ich gerade auf Aktualisieren. Ja. Das lädt jetzt. Warten Sie, das ist der neue. Nee, ist aber noch nicht angekommen. Ich kann das nochmal. Ja. Also schicken. Ich kann einfach hier hinfassen. Da muss ich. Ja, dann schicken Sie mal nochmal. Ja, also ich habe das geschickt nochmal. Ich habe Sie da so unsere Web, also diese Webseite neu ein. Ja. Wo kann man eigentlich, wo kann ich mich ja eigentlich einloggen auf der Webseite? Wie bitte? Ne, ich bin jetzt hier auf eurer Seite. Wo kann ich mich da einloggen? Auf welche Webseite? Na, dieses Magnatus. Ja, aber Sie haben dort irgendwelche Fehler. So, jetzt machen wir eine Banküberweisung. Ja, aber kann man sich dann nicht bei euch einloggen? Also, ich weiß das nicht genau. Ja, aber wie gesagt, Sie können das mehr schneller und mehr bequemer, also per Online-Banking das machen. Also brauche ich da nicht auf eure Webseite gehen. Wie bitte? Dann brauche ich da nicht auf eure Webseite gehen. Nein, also ich habe eine Bankverbindung per E-Mail geschickt. Gucken wir nochmal, weil da ist noch nichts da.
Ja, also Sie müssen also Ihre Website laden. Ja, vielleicht mache ich nochmal zu und nochmal neu auf. Vielleicht braucht es irgendwie, dass man das neu laden muss. Ja, überprüfen Sie das bitte nochmal. Ja, ich mache nochmal zu. Haben Sie das gefunden? Ja, ich logge mich gerade nochmal ein. Also das lädt jetzt schon. Das, mal gucken. Ja, prüfen Sie das bitte. So, jetzt habe ich hier nochmal drei neue Nachrichten bekommen. Da steht einmal info@tesla.co.uk und da steht Bild untersucht die Wahrheit über das geheime System. Soll ich da drauf drücken? Ich weiß nicht, was für eine also Nachricht ist das. Und dann habe ich hier nochmal was von info@tesla.co. Da steht, die Höhle der Löwen macht Schweizer reich mit Öl. Also ich habe die ersten Link in geschickt mit Magnatus. Dann mit unser Bitcoin Konto und dann wurde er auf ihre E-Mail-Adresse. Nee, das ist ja nicht angekommen. Da ist jetzt hier nur noch mal. Sie haben mir also von ein Bild geschickt. Von Tesla. Und ich habe auf dieses Bild geantwortet. Ja, aber hier ist jetzt noch mal von Tesla was gekommen. Ich weiß nicht genau. Hier steht Bild unter. Ach, jetzt kommt Bankverbindung. Jetzt ist was gekommen. Jetzt sehen Sie Bankverbindung? Wahnsinn, da muss ich erstmal draufdrücken. Das lädt jetzt hier erstmal wieder. Ja. So. Da steht Empfänger. Ja, Empfänger. Das ist Zeller. Ja. Da steht Lars Hessel. Und dann habe ich jetzt hier IBAN Kontonummer DE. Ja, alles korrekt. Und, okay, warte. Alles ist korrekt, oder? Ja, und da soll ich mich jetzt einloggen, ja? Wie bitte? Ich sage, da soll ich mich jetzt einloggen. Also ja, also machen Sie dann eine Überweisung auf Ihr Konto. Ja. Und dann schicken Sie mir bitte also Bestätigung der Überweisung, also eine Quittung oder einen Screenshot also von Überweisung. Und ich leite diese Information weiter und ich reserviere für Sie einen Platz in unserer Finanzberater. Und schicke ich dann sofort weiter. Und wir dann warten auf die Bestätigung von der Bank und dann sofort kontaktiere ich mit Ihnen. Okay. Also soll ich jetzt die Überweisung fertig machen? Ja, also dann machen Sie bitte diese Überweisung per Online-Banking und ich warte auf die Bestätigung. Wie meinen Sie das mit Bestätigung? Wie bitte? Wie meinen Sie das mit Bestätigung? Also ich meine nur Screenshot der Überweisung. Oder Sie können einfach Verlauf der Transaktionen, Verlauf der Transaktionen machen. Das verstehe ich nicht. Einfach die Bestätigung. Was ist damit? Wie bitte? Was ist damit? Ja, also das ist Bankverbindung und also Sie müssen hier also 250 Euro überweisen auf Ihr Konto. Ja, das mache ich ja jetzt gerade. Ja, okay, also dann warte ich auf die Bestätigung. Und machen Sie bitte ein Foto von der Bezahlung. Na, wie meinen Sie das mit Bestätigung? Das verstehe ich nicht. Wenn ich überweise, dann sehen Sie das doch dann in 2 Tagen. Ja, Sie überweisen also das Geld. Ja. Und machen also ein Screenshot der Überweisung. Also das ist eine Bestätigung. Und dann warten wir auf die Bestätigung von der Bank. Also wenn Sie meinen, das Geld auf Ihr Konto sein. Sie meinen, ich soll ein Bild von der Überweisung machen? Wie bitte?
Sie meinen, ich soll ein Bild von der Überweisung machen? Ja, genau. Warum brauchen Sie denn das? Wenn ich überweise, dann ist das doch auf Ihrem Konto, da brauchen Sie doch kein Bild. Ja, also Sie können einfach diese also Bankverbindung benutzen. So, warten Sie, jetzt habe ich das rausgeschickt, ja. Haben Sie das gemacht, ja? Ist jetzt überwiesen, ja. Ja, und machen Sie bitte also einen Screenshot. Verstehe ich nicht. Also wie ich, also bestätigt die Überweisung. Na, also Sie brauchen jetzt ein Bild von der Überweisung. Also ich meine, Sie haben eine Überweisung gemacht, ja? Ja. Und was sehen Sie jetzt auf Ihr Handy? Na, ist fertig. Ja, und machen Sie bitte einen Screenshot. Ja, aber ich verstehe nicht, warum. Also das ist wie eine Bestätigung. Dann warten wir auf die Bestätigung von der Bank und das ist so. Na, aber wenn ich überweise, dann zeigt das doch Ihre Bank dann schon an, wenn das Geld da ist. Ja, also das wird von 1 bis 2 Tagen dauern. Und jetzt können Sie mir ein Foto schicken und ich kann sofort einen Platz für Sie reservieren. Ja, das ist ja nicht schlimm, da warte ich dann die 2 Tage. Ja, und hier sage ich dann auch nochmal was dazu. Ja, die möchten ja gerne immer so einen Screenshot von der Überweisung haben. Also ein Foto, beziehungsweise ja, einen Kontoauszug eingescannt, abfotografiert, wie auch immer. Das ist denen ja egal. Das geht eigentlich nur darum, dass die auch sehen, dass ihr bezahlt habt. Und wenn ihr bezahlt habt, dann dauert es eben schon mal keine 2 Tage. Dann kann man euch also sofort ein Demokonto eröffnen mit der Zahl, die ihr da reingeschrieben habt. Da könnt ihr auch mehr draufstehen. Und dann eröffnet man euch eben ein Demokonto. Die Zahl der Höhe, es spielt ja da keine Rolle, das kann man ja alles manuell anpassen. Naja, und eigentlich geht es nur darum, ja, dass der Mittelsmann weiß, aha, auf dem Konto ist Geld, also da muss der Mittelsmann jetzt Geld abheben und das eben an zur Firma irgendwie vorbeischleusen. Mehr Sinn macht das gar nicht. Die benutzen ja verschiedene Konten, also die haben ja wirklich Dutzende verschiedene Konten, meistens überall irgendwo im Ausland, aber das Geld, was da drauf ist, das wird, ja, das ist ja nicht automatisch mit dem System verbunden, denn dann würde der Betrug ja hier irgendwann auffliegen. Und die Bank würde auch das Konto sicherlich dann ganz schnell dicht machen, wenn es da mehrere Beschwerden gibt. Naja, und so läuft das eben über einen Mittelsmann, der da Geld vom Konto wieder abheben muss. Und weil man die Konten eben nicht im Blick hat, braucht also der Callcenter-Betreiber quasi so eine Art Beleg, dass da Geld drauf ist. Ja, und dann kann der Mittelsmann nicht mehr sagen, auf dem Konto, was der Mittelsmann eröffnet hat, also was nichts mit der Firma zu tun hat, ja, dann kann er nicht sagen, dass da kein Geld drauf war, weil dieses Callcenter hat ja eine Bestätigung. Das dient nur zur eigenen Überprüfung. Nicht, dass ihr da Geld überwiesen habt, weil letztendlich ist das ja dann scheißegal für das Demokonto. Ihr kriegt ja eh nur ein Demokonto. Tja, und das ist eigentlich der Hintergrund an dieser Geschichte, warum man unbedingt vehement diesen Beleg haben möchte und nicht die 2 Tage warten kann, so wie es jede andere Firma eben auch tun würde. Also von 1 bis 2 Tagen. Also heute ist der 1. und morgen ist der 2. Genau, das warte ich denn. Ja. Und wurde das Geld, das Geld abgebucht? Das Geld ist weg, ja. Ja, okay. Also, dann werden Sie einen Screenshot der Überweisung machen, oder? Ja, aber ich verstehe nicht, warum ich das brauche. Sie sehen doch das denn in 2 Tagen. Ja, okay. Also dann warten wir auf die Bestätigung von der Bank. Und ich werde mit Ihnen also sofort kontaktieren. Und dann leite ich sofort zu unserer Finanzabteilung. Ja. Darfst du denn jetzt darfst du denn jetzt schon das Glöckchen klingeln oder muss da zuerst das Geld da sein? Also, wie gesagt, wir warten auf die Bestätigung von der Bank. Also, dann werden werden das Geld auf Ihr Konto sein. Dann rufe ich Sie sofort an. Da kann man dann mit dem Glöckchen wieder klingeln. Also morgen werden wir nochmal kontaktieren. Jetzt warten wir also von der Überweisung der Bank. Wie meinen Sie das? Also, Sie haben also das Geld überwiesen. Ja, und jetzt warten wir, wenn dieses Geld auf Ihr Konto sein. Wissen Sie, was ich gerade gemacht habe? Wie bitte? Wissen Sie, was ich gerade gemacht habe?
Also ich habe eine Überweisung gemacht. Sie haben ja hier ein deutsches Konto geschickt von der N26 Bank. Ja, genau. Ja, das Konto habe ich gemeldet. Ja. Damit die Bank das Konto schließen kann. Zumindest erstmal das Geld zurückhalten. Auch von allen anderen Opfern. Dass da keiner weiter, dass das Geld da nicht mehr abgehoben werden kann von eurem Mittelsmann. Das ist jetzt ja, gemeldet. Ja, also wie gesagt, wir warten auf die Bestätigung von der Bank. Ja, die einzige Bestätigung, die ihr von der Bank bekommen werdet, ist, dass das Konto nicht mehr benutzt werden kann. Also ich habe jetzt hier von N26 habe ich auch eine Eingangsbestätigung, dass das erfolgreich gemeldet wurde, das Konto. Ja, also ich habe verstanden. Dann warten wir, wie gesagt, auf Ihr Geld und dann werde ich sofort mit Ihnen kontaktieren. Ja, da kommt ja kein Geld mehr. Also da auch von keinem anderen Opfer mehr. Das Konto, das wird wohl erstmal gesperrt sein. Euer Konto. Nein, also wenn Sie das Geld abgebucht wurden, dann alles läuft automatisch. Nee, das ist ja gesperrt. Da kommt keiner mehr ran an das Geld. Das Konto, das mit der 431 am Anfang und mit der 515 am Ende, das Konto, das ist jetzt gemeldet und das ist erstmal gesperrt. Und da mache ich auch gleich bei der Kriminalpolizei dann noch eine Meldung, dass das auch wieder so ein deutsches Konto ist. Ja, also ich weiß nicht, was für ein Problem ist das, aber wie gesagt, wenn das Geld abgebucht wurde, dann kein Problem. Also, nee, dann, das geht ja nicht. Das oh je. Wie sagt Callcenter Scambaiting immer so schön, keinen halben Meter Feldweg. Tja. Ich sag ihm jetzt hier schon die ganze Zeit, also zum Schluss jetzt hier zumindest, dass da von diesem Konto gar kein Geld mehr kommt. Nicht von mir und von keinem anderen Opfer. Und wenn da heute schon andere Opfer drauf überwiesen haben, dann kommt von denen da auch nicht mehr die Kohle, höchstwahrscheinlich. Weil ich da ganz schnell nebenbei dafür gesorgt habe, dass alle Stellen informiert werden, die mit diesem Konto zu tun haben und wo man sowas melden kann, damit eben im besten Fall da kein Geld mehr abgehoben werden kann und die Opfer, die darauf eingezahlt haben, ihre Kohle auch wieder zurückbekommen. Denn wenn man Konten einfriert, das geht bei Finanzbetrug, dass erstmal alles angehalten wird und das Geld so lange zurückgehalten wird, bis das Ganze geklärt ist. Ja, und dann würden im Zweifelsfall die Leute ihr Geld wieder zurückkriegen. Also jeder, der überwiesen hat, wird einfach eine Rückbuchung angelegt und dann haben die Leute, die auf dieses Konto bezahlt haben, wenigstens nochmal Glück gehabt. Naja, aber das ist natürlich nicht die Regel. Meistens nehmen die ja irgendwelche Auslandskonten, na, und da kann man dann eben sowas nicht mehr so wirklich verfolgen. Und naja, ich meine, melden tue ich alles. Ja, aber sobald die Konten im Ausland sind, dann ja, sind die Chancen da so gering, naja, dass man da wohl nicht mehr so großartig drüber sprechen muss. Geht ja nicht, weil das Konto ist gesperrt. Ah, das kann nicht sein. Doch, ich habe das ja gerade gemeldet. Und die Bank, die Bank N26 nimmt solche Meldefälle sehr, sehr ernst. Und können Sie bitte diese Meldung bei mir schicken? Ich soll Ihnen jetzt das schicken, was ich der Bank geschickt habe, oder was? Ja, genau. Ja, warten Sie, ich lege mal kurz das Telefon an die Seite, das schicke ich Ihnen gleich. Ja, bitte. Ja, bleiben Sie mal dran. Und Entschuldigung, können Sie bitte wiederholen, welche Nachricht haben Sie bekommen? Ich schicke Ihnen jetzt gleich eine Kopie, warten Sie mal. So, ich habe Ihnen jetzt geschickt. Das ist jetzt die Kopie. Ich höre Sie ein bisschen schlecht. Was ich habe gesagt? Ich sage, ich habe Ihnen jetzt die E-Mail rausgeschickt. Also Sie haben jetzt die Kopie von dem, was ich zur Bank geschrieben habe. Haben Sie geschickt, ja? Ja, das habe ich an Ihre Adresse jetzt geschickt. Da ist jetzt die Kopie von der E-Mail, die ich an die Bank geschrieben habe. Also ich versuche das jetzt finden. Moment bitte. Ja, Sie wollten ja eine Kopie davon haben. Habe ich jetzt an Ihre E-Mail-Adresse auch weitergeleitet. Ja, also ich habe verstanden. Also dann warten wir. Also ich habe noch nichts bekommen. Ja. Ist aber schon rausgesendet, also ging jetzt schon raus, die Nachricht. Ja, also vermutlich haben wir alte Computer, also... Bei euch jetzt sind alte Computer, oder wie? Bei euch auch, ich habe das geredet gesagt. Ja, mein Computer ist schon ein bisschen älter, ja. Ja, also dann warten wir, also 10 Minuten, wie Sie gesagt haben, oder? Nee, beim Raussenden geht das eigentlich ganz schnell, also es müsste jetzt schon da sein. Dann warten wir, also ich sehe jetzt nichts. Oh,
also ich kann warten, das ist nicht das Problem. Ich meine, wenn wir hier länger in der Leitung sind, dann können wir wenigstens keinen anderen bescheißen. So, ist jetzt die E-Mail angekommen? Ihre E-Mail? Ja. Noch nicht, wie gesagt. Das ist ja komisch, dass das jetzt so lange dauert. Vorhin kam doch die E-Mail auch gleich an. Also vermutlich, wie gesagt, wir haben auch also nicht so neue Computer. Also dann müssen wir ein bisschen warten. Ja. Und wie lange arbeiten Sie da schon? Also bei dieser Arbeit? Ja. Also hier arbeite ich 7 Monate. Seit 7 Monaten? Okay. Ja, genau. Und warum? Ab März. Ja. Und warum? Warum? Ja. Also, ich bin noch also neugierig in dieser Branche und ich wollte also etwas für sich selbst finden. Dazu muss man nicht so etwas wissen, um also mit den Leuten zu sprechen. Ja, aber gab's da nichts Anständiges? Einen Moment bitte. Ist die E-Mail jetzt da? Ja, komischerweise, aber nein. Also dann warte ich auf Ihre E-Mail. Soll ich die nochmal senden? Wie bitte? Ich sage, soll ich die E-Mail nochmal schicken? Ja, also vermutlich können Sie nochmal das machen. Ja, das ist ja kein Problem, denn schicke ich die E-Mail nochmal raus. Kleinen Moment. So, gehe ich jetzt hier nochmal auf den Posteingang. Ja, okay, also dann warte ich auf Ihre E-Mail. Und dann werde ich nochmal mit Ihnen kontaktieren. Dankeschön. Nee, wir können ja so lange am Telefon bleiben. Das ist ja nicht das Problem. Wie bitte? Ich sage, wir können ja so lange reden. Das ist ja nicht das Problem. Ja, also vermutlich das kann 10 Minuten dauern, wie Sie gesagt haben. Dann, das ist nicht so... Nee, das so dauert ja nur 10 Minuten, wenn ich eine E-Mail bekomme. Wenn ich eine selber verschicke, dann kommt die normalerweise sofort an. Aber ich schicke mal nochmal. Also wie gesagt, wir haben auch einen alten Computer. Ja, ich hab jetzt nochmal geschickt. Ich habe die E-Mail jetzt nochmal rausgeschickt, also die müsste jetzt da sein. Sprichst du jetzt nicht mehr? Doch. Also wie gesagt, komischerweise, aber nein. Also dann machen wir so, also ich kann in 10 Minuten Sie anrufen. Nee, also nee, wenn, dann müssen wir so lange am Telefon bleiben. Ja, okay, also dann bleiben wir. Ja. Und gab's da keinen besseren Job als den? Ich denke mal, er hat ganz genau verstanden, was in der E-Mail stand, und er hat die E-Mail auch bekommen. Er wusste nur nicht so richtig, was er da drauf antworten soll. Denn in der E-Mail war tatsächlich das Formular zum Melden des ganzen Betrugs mit allen Beweisen, Telefonaufzeichnungen, Screenshots und alles, was dazugehört. Ja, und naja, er tut ja so, als wäre da nichts angekommen. Naja, ich denke mal aber eher, dass er sich das hat übersetzen lassen, was da steht, und dass die Kollegen da im Hintergrund schon gearbeitet haben und sind rotiert. Und deswegen hat er dann einfach mittendrin abgebrochen. Naja, aber immerhin haben wir mehr als 2 Stunden von ihm versemmelt. Also ungeschnitten, ohne, also die Pausen sind ja hier alle raus. Ungeschnitten ist dieses ganze Video eigentlich 2 Stunden 25 lang. So weit kommen wir hier tatsächlich nicht mal mit meinen ganzen O-Tönen, mit meinen Einsprechungen. Das heißt, ich habe tatsächlich länger mit ihm telefoniert, als die Videos nachher dauern. Normalerweise nimmt sich das immer nicht viel. Gut, jetzt hier reden wir auch von 20 Minuten Unterschied. Das ist jetzt auch nicht so dramatisch. Auch egal. Aber vom Prinzip her, ich denke mal, er wird schon verstanden haben, was da drin stand in der E-Mail. Denn sonst hätte er nicht einfach so aufgelegt. Und gemeldet hat der Typ sich bei mir dann auch nie wieder und hat auch nie wieder darüber gesprochen. Ja, also wissen wir ja ganz genau, wo wir da gelandet sind, und haben genau ins Schwarze getroffen, denn eine seriöse Firma, die hätte bei euch nochmal angerufen und hätte Klärungsbedarf. Und in so einem Fall darf man auch als Firma anrufen, wenn es irgendwo Klärungsbedarf gibt. Das heißt, wenn man jetzt, was weiß ich, man liest eine komische Google-Mail-Benachrichtigung von einem Kunden, dann dürft ihr da anrufen, wenn ihr den Kunden wiedererkennt, und fragen, was war jetzt eigentlich genau das Problem? Was gab's denn da jetzt Schlimmes? Können wir da vielleicht irgendwie helfen? Kann man da was machen, dass der Kunde wieder besser gelaunt ist? Das darf man dann tun, solange man nichts kaufen will. Naja. Aber wir wissen ja, wo wir hier gelandet sind. Bei Betrügern, Abzockern und Leuten, die unser Geld nicht verdient haben. Es sich aber einfach nehmen und holen. Egal über welchen Weg. Die verarschen euch, wo es nur geht.
Der hier war einen kleinen Ticken intelligenter, aber auch wenn man sehr lange am Telefon bleibt, besteht ja immer mehr die Chance, dass der Kunde vielleicht doch noch zahlt. Vielleicht ist der Kunde einfach nur doof und macht das ganze Spiel mit. Ja, und so arbeiten die hier. Naja, und das Glöckchen hat man ja im Hintergrund auch wenigstens einmal gehört. Das Geschrei und die Party, naja, die gab's hier öfters. Musik, Gott sei Dank, in diesem Fall hier mal nicht. Ist auch sehr selten. Naja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt's mir gerne mit einem Daumen nach oben. Vergesst gern, das Abo nicht zu drücken. Am besten mit Daumen, denn dann verpasst ihr keine neuen Videos mehr von mir und werdet immer informiert, wenn etwas Neues hochgeladen ist. Ich bedanke mich. Wir hören uns dann das nächste Mal. Hier seht ihr jetzt noch die Playlist mit allen anderen Videos. Ciao, ciao.